Hallo und willkommen zurück bei bei Cyberpunk 2077. Jetzt hätte ich gewohnheitsmäßig fast Rimworld gesagt. Ja, ich glaube, der hat ein Problem. Ja, das wird nochmal eine Folge sein, die ich in 4K aufnehme. Einfach nur so testweise. Und für die Leute, die auch 4K haben und gucken. Dass die sogar rennen beim roten Bildschirm. Bei Rot. Finde ich gut. Ne, dass sie dann das genauso sehen können, wie ich es sehe. Wollte ich nochmal so machen. Ja, wir haben Max Cred. Also ich glaube, die können jetzt nicht mehr erhöht werden. Was gut ist. Und gleichzeitig auch heißt, dass wir jetzt keine weiteren Quests mehr bekommen. Von denen, also ich glaube immer nur mit, also ich meine immer, wenn wir eine Strat aufgestiegen sind, gab es ja wieder Quests, zumindest stand das irgendwo. Das heißt, jetzt müssten wir dann das Limit erreicht haben, wo keine weiteren mehr auftauchen werden und wir die abarbeiten, wenn wir die abarbeitet haben. Sah gerade ein bisschen so aus wie eine Mine, aber dann wäre die schon hochgegangen. Warum liegt hier eigentlich so viel Müll auf den Straßen rum? Ich meine, ich kann verstehen, wenn die Leute den Müll hier in den Vorgärten von irgendwelchen anderen werfen. Aber warum dann auf den Bürgersteig? Oder auf die Straße? Vor allem, was ist denn das hier überhaupt? Normalerweise halte ich es nicht für die beste Taktik, Leute mit Gewalt zu zwingen. Aber manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Du musst dich um einen Drecksack kümmern. Sadist an der Konzernleine und eine fette Hämorrhoide in Night Citys Arsch. Tu uns allen einen Gefallen und kümmere dich darum. Details kriegst du. Wer ist die überhaupt? Auftragskiller, sehr gut. Den soll ich töten. Ich guck trotzdem mal, ob es noch durch rumgehen kann. Versuch was wert. Hätte ich den die Beine schon, ne? Könnte ich einen Doppelsprung machen, dann wäre ich da raufgekommen. Wäre ich stark? Oder könnte ich hacken? Wäre ich da reingekommen? Ey, guck mal, das ist so eine Leiter, da kannst du doch ranklettern. Ja gut, dann nehmen wir mehr oder weniger den Vordereingang. Moin. Der Rest kommt sofort. Verzeihung, aber haben Sie einen Termin? Ja, hab ich. Das war's. Verdammte Hure! Ich war doch gerade mit ihr am Reden. Naja gut, gut zu wissen, dass ich looten und gleichzeitig reden kann, auch wenn da nicht steht, dass ich loote. Netter Ort. Gibt's hier noch freie Büroflächen? Leider nicht, fürchte ich. Alle unsere Einheiten sind momentan in Benutzung. Ach, durch wen? Tut mir leid, aber diese Information ist vertraulich. Ich suche Vic. Vic Vega. Noch nie gehört. Sie müssen die falsche Adresse haben. Okay. Dann gehe ich wieder, ne? Moin. Da darf ich nicht rein, oder was? Ich kann auch den Chip nicht nehmen, ohne dass ich dann direkt kassiere. Die Toilette ist out of order. Hier fehlt mir die Karte. Was willst du überhaupt?
Schade, dass ich das eh nicht beenden kann. Boah, dauert das echt lang. Ist echt lang, das eh, ne? Schon wieder die Audio, die Animation. Ja, ihr verliert Leute, da stimme ich zu. Wow! Das hat wehgetan. Ich glaube, ich kriege durch meine eigene... Also wenn ich das manchmal richtig sehe, ne? Ich habe hier dieses Teil, dass ich Elektro auslöse, wenn ich einen bestimmten Schaden erreiche. Ich glaube, ich töte mich damit meistens selber. Kann das sein? So, ich wollte eigentlich... Ah, das habe ich nicht gesehen. Naja, ein Versuch war es wert. Glaskanone, ne? Was denn? Könnt ihr euch mal verziehen, Alter? Geh mal weg hier. Wohnst du auch hier? Verzieht euch. Okay. Wir können die nicht ablenken. Ich kann nicht hacken. Ich muss an denen vorbeikommen. Ich kann den nicht packen. Naja, jetzt kann ich mir aber die Dings holen. Moin! Vielen Dank. Genau, werf eine Granate, verdammt. Einer noch. Ich glaube, ein Sanitäter wird da auch nicht mehr viel helfen. Gut. Mein letzten Endriss bin ich der Brutalo. Geh weg. Vielen Dank. So. Anscheinend leben hier noch welche. Was ist echt übel? Rede mit mir. Zugriff gewährt. Komm ich jetzt auch? Nein, schade. Also hier scheint auf jeden Fall noch ein paar Gegner rumzulaufen. Die hörst du wieder durch Millionen von Räumen.
Lol. Und dann war sie doch näher als erwartet. So, irgendwo war doch ein Hier ist ein Rechner, den ich noch benutzen kann. Hallo. Also da steht zwar, dass ich den benutzen kann, aber ich komme irgendwie nicht dran. Schon wieder einen Gegner irgendwo. So, ich bin mal gespannt, was die hier noch alles Schönes versteckt haben. Ja, den können wir nutzen. Sind genau dieselben Sachen. Ja, hier ist die Garage, wo ich nicht reinkam. Ich frage mich, wer da noch so rumstöhnt. Hört sich auf jeden Fall hier aus, so an, als käme es aus der Nähe, ne? Ich meine, ich kann zwar die Tür nicht aufmachen, aber ich kann trotzdem mal reingucken. Gut gekühlt. Wo ist denn die Person, die sich hier noch versteckt? Nochmal eine Schlüsselkarte. Vielleicht hätte ich durch diese Fenster reinkommen können. So. Oh shit. So, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Aber dann kann ich ja jetzt mal in Ruhe hier gucken. Und looten vor allem. Fehlt echt eine Taschenlampe, finde ich. Oder ein Night Vision. Gibt's vielleicht einen Augenmod, was man reinmachen kann, im Dunkeln sehen oder so? Das wäre doch auch nicht schlecht. Ist das eigentlich Kaffeebohnen, was ich da die ganze Zeit einsammle? Muss ich nachher nochmal genauer hingucken. Ein Rubbel los hat der. So, hat er noch... Der hat auf jeden Fall eine Datei. Schutzgeldbezahlung. Wer bist du? Du, und wieso hast du 3 Kugeln im Bauch? Okay, ich komme leider nicht aus dem Fenster raus. Guck dir meinen Speed an, Alter. Ich bin...
Der verfolgt mich. Warte, das ist doch der von dem anderen Quest, ne? Vega ist tot und sonst niemand. Das verbuche ich mal als positiv. Die Leute haben es so schon schwer genug. Job erledigt. Das ist doch der Typ, den ich zum Auto bringen sollte, oder? Den machen wir mal auf 12, wollten wir den bringen, ne? Ich kann ihn auf jeden Fall nicht killen. Aber wieso verfolgt er mich jetzt die ganze Zeit? Der Quest war doch abgeschlossen. Vielleicht will der mir nur auf die Nerven gehen. Kann ja sein, ne? Meint hier einer, den nerv ich jetzt. Für immer. Vor allem, ich habe immer verstanden hier die Ampeln, die sagen, habe ich immer verstanden, Book. Aber die sagen Walk. Hab ich nie gecheckt. Also ich habe es nie verstanden, dass die Walk sagen. Ich dachte immer, warum sagen die Book? Verpiss dich, der verfolgt mich jetzt für immer und ewig. Ich meine, ich habe jetzt einen Gefährten. Er ist schon angeschossen. Dadurch, dass er sich nicht wehrt und mir einfach nur immer hinterherläuft. Das wollte ich hören. Moin. Wille ist es doch ein perfekter Weg. So weitergehen. Was macht ihr hier? Nichts? Okay. Was ist das? Na gut, ich meine, wenn die mich nicht angreifen, warum sollte ich sie einfach so angreifen ohne Grund? Kiroshi Opticals. Diese Augen konnte ich mir aber nicht aussuchen. Ich glaube, das Bild hat einen Bug. Taste the Love of Nicola. Schickes Bild. Okay, ich soll hier wohl nicht lang gehen. Ich folge einfach dem Marker. Mal gucken, wo der mich hin... Wieso muss ich denn so einen riesen Umweg... Wo will der denn, dass ich lang... LOL. Dass die einen aber auch direkt angreifen, wenn man die nur anguckt, ne? Also, wenn die direkt nervös, wenn man die anguckt. Und dann denken die so, ja, der guckt mich an. Der kann nur böse sein. Den müssen wir Einhalt gebieten. Hier ist keine Menschenseele mehr auf der Straße. Ich finde das so interessant, dass manchmal alles voll mit Menschen ist und manchmal fast keine Menschenseele. Und manche beschweren sich ja, dass es manchmal so wie ausgestorben ist und manchmal viel zu überfüllt. Aber ich glaube, das trägt auch ein bisschen zur Atmosphäre bei, weil ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte hier bei dieser, ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Weißt du, um 4:30 morgens hier irgendwie so viele Menschen auf den Straßen sein. Das macht für mich keinen Sinn, wenn hier so viel los wäre. Hey, wie? Es gibt eine Hetzseite im
Ned gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Oder wie auch immer, es ist ja bald Wahl. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkärtchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Bewegungstempo erhöht. Erstmal die Kameras ausschalten. Wie wär's damit? Suche Garage 66. Den würde ich gern sehen. Den Kampf. Die haben ja gar keine Nummern hier, die Garagen. Oh. Wie es aussieht, hat ein Schmuckstück. Jetzt hat sich den ganzen Scheiß Tag Zeit. Zeig dich. Die haben auf jeden Fall die Leiche gesehen, aber mich noch nicht entdeckt. Ja, probier ruhig. Mach schnell, versprochen. Komm rauf. Hier unter Beschuss! Verdammt! Hey, wie? Es gibt eine Hetzseite im Netz gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Oder wie auch immer, es ist ja bald Wahl. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkärtchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. So. Aber den ganzen Kram nochmal. Ich weiß natürlich immer noch nicht, welche Garage das ist. Ich komme da nicht hoch? Okay. Also es scheint da hinten die Garage zu sein. So viele Leute wie hier sind, würde das nur Sinn ergeben. Wenn da, wo die ganzen Leute sind, das ist. Crunch. Ich habe ein Item namens Crunch erhalten. Ich weiß nicht, ob ich so easy an den vorbeikomme. Aua.
können ruhig den Typen, der mit mir rumläuft, abknallen. Die hat gerade geblinzelt. Die lebt noch. Guck mal, die bewegt ihren Mund. Wo ist der Kopf? Ich will gucken, ob der jetzt immer, ob die immer noch lebt. Also, ob das, ich will wissen, ob das ein Bug ist. Also, der Kopf ist weg, die Haare sind nur noch da. Ich bin immer mit zwei Schüssen tot, ey. Wieso gehe ich nach zwei Schüssen down? Das geht mir so auf den Geist. Zwei Schüsse. Und wo zur Hölle speichere ich? Gar nicht. Es gibt eine Headseite im Netz gegen. Ja, halt die Klappe, ist mir egal. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Oder wie auch immer, es ist ja bald Wahl. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkettchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Hm, schön. So, jetzt machen das einfach so. Hier um die Ecke. Ah, da aktiviert sich ja mein Dingens, habe ich ganz vergessen. Ich habe das Ding schon wieder vergessen. So, hier speichern wir jetzt mal. Ich will aber jetzt wieder von der anderen Seite kommen. Okay, dass die Person hier ist, habe ich jetzt da, ja, geh. Sehr gut. So, damit bist du auch weg. So, und wir gehen jetzt hier hoch. Oh shit. Mal was trinken, bis der sich bewegt. Ja, ja, jetzt will ich trinken, will bewegt er sich. Zu seiner Garage kann ich nicht hinspringen. Verkaufen würde sich auszahlen. Solche Tech kann man nicht einfach kaufen. Scheiße. Du bist noch naiver als die Honks, die Holt wählen. Wir haben sie für ein paar Amis dazugegeben, weil sie sonst sowieso schon wären. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, hier wäre was. Oder zumindest ein Durchgang. Das ist bitter. Also ich könnte da wahrscheinlich rüberspringen. Ich komme aber nicht zum Sniper-Dude. Oder? Ich muss auf jeden Fall auf diese Kisten kommen. Nein, falsche Seite runtergefallen. Shit. Aber ich habe eine Idee. Vielleicht können wir doch von hier drauf. Wenn wir auf den gehen und dann... Ah, shit.
Ich brauche diesen Doppelsprung, ne? Ohne Scheiß. Ich brauche den Doppelsprung. Verdammt! Ich weiß nicht, ob ich den Sprung nochmal probieren soll. Oder ob ich jetzt einfach durchrennen soll. Und ich schnell wegschnitzle. Kette sprengen. Und jetzt? Was hat mir das gebracht? Dass ich hier nicht mehr hochkomme, oder was? Na doch. Der einen Blick, ey. Alter, guck nicht. Geh weiter. Fuck. Muss man vor allem den Sniper aufpassen, der macht halt heftig Schaden. Wie viel hält denn das Geschütz verdammt nochmal aus? Die Smartwaffen sind schon nicht schlecht. Ich meine, vielleicht kann ich das Katana ja rausnehmen, weil ich meine Mantisklinge habe. Dass ich dann als zweite Waffe gar keine Nahkampfwaffe nehme, sondern eine Sniper oder so. Weil durch meine Mantisklingen habe ich ja die Nahkampfwaffe. Meint ihr, der Typ ist weg, wenn ich einmal lade? Ich meine, der Quest ist ja schon vor Ewigkeiten abgeschlossen gewesen. Die ist anscheinend auch noch nicht ganz tot. Okay, jetzt ist sie ganz tot. Also die können anscheinend überleben. So. Wie, ich musste doch hier dran, oder nicht? Ich kann ja gar nichts abstellen. Achso, Malware installieren. Thank you.
Wir nageln ein Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer dasselbe. Klar, schon kapiert. Wir nageln ein Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer dasselbe. Sorry, Johnny. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deine kleine Anarcho-Revolution. Ach ja? Wäre jedenfalls leichter, als die Köpfe von der Hydra abzuschlagen. Diese Stadt könnte echt noch eine Bombe vertragen. Weißt du Bescheid? Ah, super. Eigentlich schon praktisch, wenn ich die Sniper nehmen würde fürs Katana. Hab gehört, dass unser Virus in den Servern eingeschlagen ist wie ein verdammter Asteroid. Danke dir und Auftrag erledigt. Ja? Was gibt's? Weil dann hätte ich nämlich eine Nahkampfwaffe, eine Low-Range-Waffe, eine Middle-Range-Waffe und dann hätte ich hier eine Sniper mit Long-Range. Yes. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlimm. Jetzt nochmal Nahkampfschaden erhöhen. Kann ja mal gucken, ob ich einen Sniper habe. Nein, habe ich nicht. Habe ich eine bessere Schrot? Nein. Bessere Smart-Waffe? Hier würde ich gerne umstellen, ob ich auf Smart umstellen kann und so. Aber habe ich auch nichts Besseres. Wie sieht's mit Kleidung aus? Ich meine, ich brauche keinen Sauerstoff, ne? Hier wird es lang dauern, bis ich was Neues finde. Oder auch nicht. Ich meine, es gibt mir mehr Panzerung. Und ich habe den 30% mehr kritischen Schaden. Ist okay. Und passt auch optisch mehr. Sind wir nicht mehr so... Ja, wie soll ich sagen? Im Kleid unterwegs. So, wie sieht's denn mit einer Hose aus? Habe ich eine ähnlich gute Hose? Nein. Aber Bewegungstempo nochmal erhöhen, auch nicht schlecht. Aber gegen kritischen Schaden und kritischen Treffer kommt halt nichts an, ne? Legendäre Schuhe. Oh, ich habe noch einen Dings bekommen. Nicht schlecht. Dann könnten wir auch noch mal Klamotten verkaufen. Oh, das ist der letzte im Gebiet. Und dann haben wir nur noch ein einziges Gebiet. Wo wir die Mission haben. Das letzte Gebiet. Vielleicht hat Delamain noch mal was zu sagen.
Delamain? Ich bin entzückt, Sie wiederzusehen, Miss. Hey, wie geht's? Die Stadt ist durch dichten Verkehr paralysiert. Eskalierende Bandenkriege in Haywood, die Katastrophe mit dem Konzern, AV. Stadtweit ein heikler Tag für Taxiservices. Kann ich mir denken. Manchmal ist Night City echt die Hölle. Korrekt. Doch die Stadt ermöglicht einem auch gewaltige Chancen wie kein anderer Ort auf der Erde. Du magst also diese Stadt? Die Argumentation für eine befriedigende Antwort auf Ihre Frage fällt leider außerhalb meiner etablierten Parameter. Entspann dich, Del. Nach all unseren Fahrten weiß ich, dass du keine seelenlose Maschine bist. Denken Sie das wirklich? Verzeihung, ich muss mich verabschieden. Ich glaube, die Parkplätze sind nicht 100% perfekt für Autos. Ja, wobei, man könnte es meinen. Hey, wie? Hab einen ernstzunehmenden Job für eine ernstzunehmende Söldnerin. Schau mal bei Sixth Street vorbei und lade denen den Virus auf ihre Tag. Ich verlasse mich auf dich. Oh, und eins noch. Dieser Tag, Lucius Rollin. Wäre nett, wenn eine Kugel den Weg in sein Hirn finden würde. Nur so am Rande. Details schicke ich dir. Also wir dürfen alle killen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.